Ja, herzlich willkommen im Medienhafen von Düsseldorf. Wir haben heute unsere zweite Folge von Trend Location Düsseldorf und sind zur Eröffnung vom Bocconcino im Medienhafen eingeladen. Das Bocconcino, über viele Jahre bekannt, hatte jetzt eine Bauphase von 3 Monaten und feiert heute seine Eröffnung. Wir schauen mal, was uns da erwartet. Es ist viel darüber erzählt worden. Wir haben interessante Personen heute Abend, die dort vor Ort sein werden. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Jetzt gehen wir mal rein. Und bis gleich. Viel Glück, viel Erfolg. Wir sind heute Abend zur Neueröffnung eingeladen von Herrn Mehmet Sümne und der sitzt mir zu meiner Linken. Und Herr Sümne, ich freue mich, Sie zu sehen. Die Metzumar-Gruppe ist war schon seit ein paar Jahren in Nordrhein-Westfalen unterwegs und es gibt schon andere Objekte, richtig? Im Ruhrgebiet, glaube ich? Genau, wir haben mehrere Objekte, so wie in Mülheim, in Dorsten, in Lüdinghausen, in Duisburg. Okay, und wie sind Sie auf die Idee gekommen, jetzt ein eigenes Restaurant hier im Medienhafen aufzumachen? Also, Medienhafen ist sehr stark am Wachsen. Ich war mal und mal als Gast im Bocconcino. Die Atmosphäre hat mir wunderbar gefallen. Deswegen haben wir uns entschlossen, im Medienhafen was zu eröffnen. Jetzt haben wir das Bocconcino, glaube ich, 4 Wochen umgebaut oder 5 Wochen umgebaut. Wie lange war es zu? Also wir waren 3 Monate in der Baustelle circa. 3 Monate waren das für uns eine harte Zeit. Haben wir komplett umgebaut im Ladenlokal. Also 3 Monate. Jetzt haben Sie den Laden sehr, sehr schön umgebaut, muss ich sagen. Werden wir auch gleich uns mal ansehen. Aber Sie haben den Namen beibehalten. Warum heißt es immer noch Bocconcino? Ich sag mal so, warum das Bocconcino heißt. Mittlerweile ist Bocconcino ein Kult. Jeder kennt Bocconcino und ich finde auch, dass Bocconcino sich mit der Fläche auch identifiziert hat. Okay, ja, jetzt wollen wir mal jemanden fragen, Ulrich Amedick von der Brauerei Frankenheim. Du hast ja schon seit ein paar Jahren dieses Objekt begleitet und weißt auch, wie es mal ursprünglich hieß. Ja, wir sind schon seit vielen Jahren hier an dem Standort vertreten. Und wir haben die Anfänge hier, wo das noch ein Karl Maaßen war. Jeder erinnert sich vielleicht an die legendären Fischmarkt-Sonntage hier. Das war der Beginn, wo wir gemerkt haben, dass hier im Hafen was entsteht. Und das wäre das erste Lokal. Da gab es noch keine anderen Lokale hier. Und damals ist der damalige Eigentümer auf uns zugekommen, hat gesagt, Mensch, Maaßen ist vorbei, was können wir denn machen? Und das war für uns die Chance, vor 20 Jahren hier das Objekt, zu begleiten. Wir waren 20 Jahre auch Hauptmieter hier, wir haben das gemacht. Und jetzt ist die Ära da, wo wir uns zurückgezogen haben und jetzt hier Profis wiederum anlassen, die hier für die weiteren 10 Jahre was Tolles hinlegen. Und ich glaube auch, wie ich das heute sehe, ist das super gelungen. Die Inneneinrichtung ist mal wieder, Benchmark unterwegs. Und ich glaube, dass das hier wirklich eine tolle Location wieder ist. Speisenqualität, da habe ich schon gerade gesehen, ist top. Also wir freuen uns, dass wir hier weiterhin Partner sein dürfen. Ich glaube, zu sagen, nach dem Maaßen war das MK2 hier drin. Ja. Das war das erste After-Work-Thema, auch mit Frankenheim. Ja, wir waren auch hier vertreten, waren leere Dienstage waren hier, 5 nach 6 Partys. Also ich habe damals, ungläubig hier gestanden. Die ganze Terrasse war voll. Ich war auch hier. 500, 600 Leute da, die hier, After-Work-Location-Partys gemacht haben. Das war sensationell. Das war unglaublich, wirklich. Ja. Also es hat hier wirklich gedampft, weil diese Decken sind nicht allzu hoch und genau. Hier waren 600 Leute und das After-Work-Thema hat hier gelebt ohne Ende. Also war wirklich Bombe. Also so gesehen ist das schon ein geschichtsträchtiger Ort hier. Geschichtsträchtig. Jetzt wollen wir mal wissen, welche Geschichte hinter dem neuen Bocconcino steckt. Was kommt auf den Gast hier zu? Was werden Sie präsentieren? Also was auf den Gast zukommt, wir haben traditionell auch international italienische Küche. Wir bieten Steinofenpizzen an für unsere Gäste. Es werden 2 Bereiche geben, in dem Gastbereich, wo in einem Bereich Live-Musik abgespielt wird, sowie auch mit Piano. Jeden Abend oder nur am Wochenende? Jeden Abend. Jeden Abend? Jeden Abend. Bis zum Mitternacht. Wow. Und bei dem anderen Bereich wird eher lounge-mäßiges Atmosphäre geführt. Okay. Haben Sie einen Überblick, wie viele Sitze wir hier haben, innen und außen? Also wir müssen ca. 280 Sitzplätze haben. Innen? Innen und außen. Innen und außen. Mit der Terrasse. Das heißt, hier arbeiten wie viele Mitarbeiter? Wir werden ca. 62 Mitarbeiter haben. 62? Mit der Küche zusammen.
mein lieber Scholli. Eine Herausforderung, es ist ein mittelständisches Unternehmen. Ja, okay. Und Sie haben jeden Tag geöffnet oder? Wir haben 7 Tage die Woche sind wir geöffnet und sind für unsere Gäste da. 7 Tage. Durchgehend von 11 bis? Von 11 bis Mitternacht, 2 Uhr, 2:30. Also wir werden hier angeboten für Büroangestellte, Mittagessen, nachmittags, wenn man möchte. Genau. Man kann Kaffee trinken, auf der Terrasse sitzen, abends dann halt Party machen bis nachts um 2 und das jeden Tag. Bis zu Mitternacht, 2 Uhr haben wir noch Pizza für unsere Gäste, die mal spät einen Hunger haben. Könnt ihr auch hier rüber switchen und den Pizza hier genießen. Okay, wir werden uns gleich dann mal, wenn wir im Laden sind, mal die Küche ansehen. Sehr gerne. Und auch mal die Speisekarte ansehen, um mal so ein bisschen das Gefühl zu bekommen. Was uns also wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist hier diese wunderbare Mooswand. Das ist jetzt Kunst oder ist das echt? Das ist echt. Das ist eine echte Moos. Das werden Sie jeden Tag mit Wasser dann bearbeiten oder wie läuft das? Jeden Tag, alle 3-4 Tage. Besprühen, aha. Ja, also weil das ist echte Natur, das ist ein Hingucker. Wir haben das gleich auch in Mützoma-Lüdinghausen und da haben wir das schon seit fast einem Jahr. Und trotzdem ist es grün und sieht frisch aus. Toll, also wirklich, sehr, sehr schön. Wunderbar. Uli, du hast jetzt dann tatsächlich wieder den nächsten Leuchtturm im Hafen besetzt. Als ich noch etwas jünger war, war ich im 3001, im Markkasten 2, in der Harpune. Da gab es überall Frankenheim halt, jetzt gibt es im Riva Frankenheim. Jetzt gibt es ja vielleicht auch in dem neuen Club, der hier so ein paar Meter weiter entsteht, eventuell Frankenheim-Warsteiner. Hier gibt es Frankenheim-Warsteiner. Ist ja schon so für den Hafen eine Erfolgsstory, dass man auch im Nightlife, nicht im traditionellen Gasthaus, auch hier die Marken Frankenheim-Warsteiner wiederfindet. Ja, da sind wir auch stolz drauf. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir die Locations hier alle sehr gut kennen, dass wir seit zig Jahren hier im Hafen unterwegs sind und man kennt die Gastronomen und man weiß auch, wo was Neues aufmacht. Ich denke mir, das ist einfach unser Netzwerk, was wir täglich spielen. Da sind wir auch stolz drauf. Das haben wir uns erarbeitet. Okay. Und der Hafen jetzt mal von heute 2019. Wie siehst du die Entwicklung des Hafens in den nächsten 10 Jahren? Also die Anfang 2000er war ja das sehr skeptisch. Da war es doch sehr traurig zum Teil. Da haben ja auch einige Objekte nicht überlebt. Aber mittlerweile, ich sag mal, ist Hafen ein echtes Ausgeviertel geworden. Und ich glaube auch, dass mit den neuen Objekten, die noch kommen werden, auch hier nochmal richtig Druck auf den Kessel kommt, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass Hafen immer seine stärkere Berechtigung haben wird. Und das ist für viele, auch für Auswärtige, für Messegäste, ein hoher Anziehungspunkt. Also für die, die es noch nicht wissen, wir werden jetzt hier auf der anderen Seite, hier gegenüber, Richtung Hyatt, das neue Pier 1 haben. Da werden die beiden Twin Towers gebaut, auch Doppelgastronomie angesiedelt. Da kommt ein sehr schönes Pier hin. Vorne wird im Cradle to Cradle auch eine Gastronomie entstehen. Dann, wenn das alles fertig ist, wird der Ingenhofen mal den Brückenschlag machen rüber zur Malzmühle. Wer weiß, was in der Malzmühle dann passieren wird. Auf alle Fälle wird im Hafen noch sehr, sehr viel passieren. Viel Gastronomie passieren. Aber heute Abend haben wir hier in Bockenschiede die Eröffnung. Und heute wollen wir schauen, was hier passiert. Deswegen wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Glück. Danke sehr. Und eine letzte Frage. Ich bin Oberkassler und ich habe gehört, in Oberkassel passiert auch was, wo Sie eventuell involviert sind. Was kommt denn in Oberkassel? Es wird in nahezu eine Mezzoma eröffnet. Aber darüber möchte ich jetzt erstmals nicht sagen. Und wenn das eröffnet ist, ihr wird schon davor Bescheid kriegen. Und das reicht uns ja schon zu wissen, dass da eins kommt. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke sehr. Uli, wir gehen jetzt mal durch den Laden. Wir machen das. Und trinken noch ein leckeres Frankenarbeit. Wunderbar. Mike, schön, dass du da bist. Wir haben gerade eben schon ein bisschen was über das Bocconcino gehört. Von deinem Vorgesetzten, von deinem Sünde. Du bist hier der Betriebsleiter. Das stimmt, du wirst ja hier das operative Geschäft leiten. So ist das. Ja. Und der Sünde sagte gerade, wir werden hier in Zukunft 60 Mitarbeiter haben. Stimmt das? Oh ja, das stimmt. Erstens, weil wir die Öffnungszeiten sind auch entsprechend. Auch Wochenende haben wir ein bisschen länger auf. Und natürlich durch die Vorbereitung, und ist ja auch ein Riesenladen, wir verfügen über 400 Plätze, je nachdem, was wir so
veranstalten. Und das geht auch so in diese Richtung auch. So bis 60 Personen werden wir beschäftigen zukünftig, ja. Na ja, gut, okay. Also meine, bei den vielen Arbeitstagen, richtig, ist es klar, dass man das benötigt. Genau. Jetzt ist natürlich das so, dass wir diesen Laden die letzten Jahre ja oftmals schon mit anderen Namen, früher ist es mal Marsen, Malkasten 2, stimmt, ja, war sogar mal Herfenperle und so da beobachtet haben. Du bist auch schon einigen Jahren im Hafen unterwegs. Das stimmt, ja. Ich habe schon gewisse Erfahrungen gesammelt hier im Hafen und allgemein so eine Gastronomie. Und ja, das stimmt alles, was Sie sagen. Das, in dem Laden gab es verschiedene Konzepte, ja. Was wird uns denn in Zukunft hier im Hafen, in diesem Bocconcino, im neuen Bocconcino erwarten? Also ist ein tolles Konzept und das hat mich von Anfang an überzeugt. Zuerst die Lage und das Location und die Leute, das Publikum. Ich merke, dass Medienhafen Jahr für Jahr immer besser wird und immer lebendiger. Und das ist wirklich, ja, alles in einem, ist eine super Location. Und ja, das Konzept, das wir auch so vorbereitet haben, auch, ne? Auch wenn es geht um ein Lounge oder das Mittagstisch für die Büros und auch mal Wochenende ganz lässig unterwegs oder mal mit Live-Musik oder so. Das ist ja ein vielseitiges Konzept und das mache ich gern. Also schön, wir werden auf alle Fälle mittags bezahlbare Preise haben. Wir werden natürlich Gerichte haben, die man bezahlen kann. Natürlich, das nehmen wir auch in Anspruch. Das heißt nicht, dass wir irgendwie an Qualität sparen, sondern sind auch so Schnellgerichte. Müssen wir auch in Anspruch nehmen, die Mittagspausen, die die Kunden haben auch. Und natürlich, es darf auch nicht so, sage ich mal so, nicht günstig, aber es muss bezahlbar sein und es muss schnell gehen. Und das nehmen wir auch in Anspruch. Der Kunde ist uns sehr, sehr wichtig. Gut, dass der Kunde im Mittelpunkt steht, ist klar. Das ist eine Gastgeber-Situation, die man hat. Dienstleister ist man. Ja. Und man hat ja auch Wettbewerb im Hafen ohne Ende. Das stimmt auch. Ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir werden ja erwarten, dass da drüben demnächst dieses Pier One aufmacht. Mit den Twin Towers. Ja. Eine neue Promenade. Ja. Ein neues Highlight in der Stadt. Ist alles super. Was heißt das denn für die alten Gastronomen, die auf der anderen Seite hier sind? Wissen Sie, man setzt sich durch. Man hat ein Ziel, ein Konzept. Und ich denke mal, es heißt ja, dass nur besser werden kann. Also Konkurrenz belebt das Geschäft und ich denke, jeder hat was davon und wenn wir alles zusammenziehen, denke ich mal, der Hafen wird immer besser. So sehe ich das. Okay, immer besser. Die Küche hier steht jetzt klassisch für italienische Produkte. Das stimmt, ja. Wird die italienische Küche jetzt eine einfache Küche sein oder eine anspruchsvolle Küche werden? Also, wir müssen auch so traditionelle Küche natürlich auch, aber wir haben... Alles traditionell. Das heißt auch so, die traditionelle Sache, die angeboten werden an klassische Vorspeisen, die man kennt, auch, sage ich mal so, von Vitello, Tonnato, Carpaccio, die alle anderen Dinger, die so klassische Sachen nehmen wir auch voll mit. Wobei wir auch mal jetzt, mittlerweile ist ja auch, der Ziel geht dahin, auch Touch von asiatischer Küche, die Nouvelle Cuisine. Ich denke, man muss man vielseitig denken heutzutage, nicht nur mit italienischem Stolz weiterhin gehen, sondern auch die tolle Varianten, die noch gibt, die müssen wir auch trotzdem mitnehmen, das werden wir auch tun. Es ist natürlich alles hier auch wirklich sehr, sehr schön eingerichtet worden. Ich muss sagen, ich finde viele Dinge, wie wir hier in dieser Lounge jetzt gerade sitzen, ja, das sind unterschiedliche Dinge. Also ich muss sagen, ich finde hier eine neue Welt. Also bisher ist immer alles so klassisch, dunkle Töne, ja, braun gehalten mit Leder. Ja. Und das ist so ein bisschen so, wie ich hier sitze, wie im Wohnzimmer. Lebendig. Ja, sehr lebendig, finde ich auch. Ich muss der Dimi, der Architekt, mit dem unser Vorstand auch viel arbeitet, finde ich sehr schön, hat er sehr gut umgesetzt, farbenmäßig, Beleuchtung und so, einfach tolle Location. Super. Und ich habe das, Verzeihung, ich habe auch von den Gästen bestätigt bekommen heute Abend, die fühlen sich alle wohl. Natürlich geht es uns alle viel besser, wenn wir sowas hören, ne? Das ist ja klar. Ist das, was eigentlich unser Ziel gewesen, dass die Gäste sich wohlfühlen und wir gleichzeitig auch. Einfach toll, ist alles gut gelaufen. Also ich würde sagen, das ist hier heute eine ganz, ganz gelungene Veranstaltung, einem sehr, sehr schönen Ambiente. Ich glaube, der Mike als Betriebsleiter sowie der Sümne haben beide sehr, sehr viel Erfolg, hoffentlich in diesem Laden. Viele, viele Jahre hinweg werden den Medienhafen wieder neu beleben und
hör mal, wie es weitergeht und was sonst noch so passiert. Wie ich immer verbleibe, es bleibt spannend in Düsseldorf. So, jetzt hatten wir einen wunderschönen Abend hier bei uns im Medienhafen. Bock und Schied ist auch schon bei uns. Also auf alle Fälle hier in einer total tollen Location. Und uns hat es echt klasse gefallen. Das war ja richtig nett heute Abend. Ganz tolle Gastgeber, ganz offene Menschen, tolle Küche. Und ich glaube, das wird hier eine echte Sensation. Und das war's, die zweite Trend Location Düsseldorf Sendung heute Abend. Und ich freue mich auf die dritte. Es bleibt spannend und wir werden euch was ganz Besonderes aussuchen, wo wir bald wieder aufzeichnen werden für Trend Location auf Fernsehen Düsseldorf TV.